Auf einer kleinen Longboard-Tour ist ein Unfall geschehen. Es soll auch ein paar Tote geben. Was ein Glück. Moin meine Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Plaguing Ala. Wir spielen heute mal wieder ein benutzerdefiniertes Szenario. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und falls dir das Video gefällt, lasst gerne ein Like da. Wir spielen heute Unge. Eine neue Krankheit namens Unge ist aufgetaucht und hat eine unbekannte Person infiziert. Wird Unge die Menschheit vernichten? Patty? Partout. Ich denke schon, Alter. Wir spielen das Ganze als Pilz. Unge ist da. Man sieht schon, es wurde sich Mühe gegeben. Als Startland ist Deutschland vorgegeben. Na gut, dann bleiben wir halt in Deutschland, Alter. Was haben wir denn hier Schönes, Alter? Gemüse. Die Krankheit überträgt sich nun über Gemüse. Okay. Obst. Die Krankheit setzt sich nun in Obst fest, was die deutlich Ansteckungsgefahr erhöht. Okay. Video Day 2013. Lässt ein paar mehr Leute infizieren. Bei Übertragung haben wir hier Longboardfahren. Bildschirmübertragung. Vegetarier werden. Vegetarier vor allem halt auch. Okay. Ich bin gespannt, wie das hier laufen wird. Arznei in Deutschland hemmt Infektionen. Aber die Medizinresistenz ist aktuell noch zu teuer für uns, Alter. Jetzt können wir sie kaufen. Lasst uns doch mal an der Übertragung arbeiten. Hier haben wir noch Umwelt. Die Krankheit kann sich über Luft oder Wasser verbreiten. Das ist interessant. Das nehme ich. Und dann holen wir uns noch Gemüse. Ach! Vergammeltes Obst und Gemüse. Gemüse. Eine riesige Ladung Obst und Gemüse ist vergammelt und das kann auch tödlich sein. Okay. Oh, was haben wir denn hier in den Breaking News, Alter? Abonniert Blocky. Wow, und man kann sogar eine Kanalmitgliedschaft abschließen für nur 99 Cent im Monat, Alter. Irre. Wir holen uns jetzt noch die Wasserübertragung. Oh, Longboardfahren-Symptom mutiert. Das ist aber nicht so schön. Das wollen wir natürlich erstmal noch gar nicht haben, sowas hier. Das werden wir zurückentwickeln, ja. Das habt ihr nun davon, Alter. So sieht's aus. Dann werden wir noch an der Luftübertragung arbeiten. Unge erreicht Polen. Da haben sie meine Krankheit geklaut. Bitte, bitte nicht. Ey, 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 hier ist so viel los. Oh ja. Oh. Geil. Lass uns noch weiter an der Übertragung arbeiten. Wir nehmen jetzt noch Obst. Ja. Und wie schön wir uns gerade überall hin ausbreiten. Deutschland zu starten ist eigentlich cool, weil diese ganzen Linien von den verseuchten Booten und Flugzeugen gehen halt so richtig schön zentral über die ganze Karte, Alter. Das sieht schon cool aus. Wie so ein vorigen Spinnennetz. Wir haben sogar schon Krön zu dem Ödenland erreicht, Alter. Allgemeiner Tierbefall. Nun, können wir auch Tiere... Ja, komm. Alter, es ploppt so viel auf, oh mein Gott. Oh, mörderischer Tsunami erfasst Neuguinea. WHO-Analysen rechnen mit vielen Toten, trotz des Vorhandenseins von Frühwarnsystemen. So, wir werden jetzt mal eine Kälteresistenz bauen, eine Hitzeresistenz und Internet 1. Alter, es ist viel zu viel Klickarbeit für mich. Was ist hier los? Junge, das bin ich nicht gewöhnt. Oh, wir haben wieder ein Symptom mutiert. Das werden wir zurückentwickeln, ja. Ich muss die ganze Zeit irgendwo draufklicken. Ist das stressig? Entweder ist es viel zu einfach, das Szenario, oder Deutschland ist komplett OP als Startland. What the hell? Wir haben auch schon die meisten Länder infiziert einfach. Es fehlen nur noch die Philippinen und Neuguinea. Das kann ja nicht so schwer sein. Guckt euch an, wie das hier immer roter wird. Oh, das befriedigt so einen inneren Monk, wisst ihr? Das... Oh. Da will man einfach nur vergammeltes Obst essen. Oder besser noch vergammeltes Gemüse. Ja, das sieht wirklich stabil aus, was hier, Leute. Das sieht wirklich stabil aus. Die Runde geht noch nicht so lang. Es ist komplett insane einfach. Es ist komplett insane. Es läuft so gut. Junge. Es ist alles rot. Jedes Schiff, jedes Flugzeug gefühlt ist rot. Es ist unfassbar. Und wir haben jedes Land infiziert. Ich muss nichts ausbauen, weil es läuft einfach viel zu stabil. Es läuft so stabil. Wir haben so viele Punkte, wir können dann einfach alles flexen. Guckt euch diese infizierten Zahl unten an, wie krass das steigt. Wie krass das die ganze Zeit am Steigen ist. Heftig. 15.000 Tote ist durch den Tsunami vermutlich. Wir haben das Bildschirmübertragungssymptom und hier, das ist nicht gut. Ja, zurückentwickeln. Warte mal, seit wann leben auf der Welt denn 400 Milliarden Menschen? Naja, wir haben jetzt auf jeden Fall alle infiziert und ich würde sagen, legen wir los. Symptome. Wenn wir hier starten, können wir die meisten Sachen ausbauen, denke ich. Das machen wir einfach. Longboard fahren. Boom. Longboard-Unfall. Manchmal passieren Unfälle, manche sind tödlich. Kleine Longboard-Tour. Verlieben. Oh ja. Stopp. Depressionen. Stopp.
Oh, Suizid. Stopp! Ritzen. Ah! Dann gucken wir hier noch bei Vegetarierzeug. Veganer ist cooler. Ah, Unterernährung, gute Sache. Vitaminmangel. Ah, Fleischentzug. Durch den Entzug von Fleisch fehlen deinem Körper Vitamine, die lebenswichtig sind. Was den Körper schadet? Stopp, Abbruch. Ich muss die Aufnahme abbrechen. Wir machen noch Verdummung. Verdummung 2. Totaler Hirnschaden kriegen wir nicht mehr hin gerade. Schade. Longboard-Massenunfall. Auf einer kleinen Longboard-Tour ist ein Unfall geschehen. Es soll auch ein paar Tote geben. Was ein Glück. Jetzt schließen sie ihre Landesgrenzen, aber das juckt eigentlich auch nicht mehr. Jetzt startet die Arbeit an Heilmittel, aber ich glaube, es ist viel zu spät. Viel zu spät. Jetzt haben wir das totale Hirnschaden-Symptom sogar mutiert, ohne dass ich irgendwas dafür machen musste. Sauber. Die Leute sterben so schnell. Nicht mal. Es ist nicht mal das erste Flugzeug mit dem Heilmittel losgeflogen. Die Menschheit ist einfach halbtot. Diese Meldungen. Alter. Ich weine schon vor Lachen, Alter. Ich glaube, wir haben es geschafft. Tragischer Flugzeugunfall. Ein tragischer Flugzeugunfall schockt die Welt. Ja, okay. Oh, Sieg. Ungar hat alles Leben auf der Erde erfolgreich ausgelöscht. Der dachte, er hat gewonnen. Ja, danke für diesen wertvollen Kommentar, Unge. Ja, das soll es dann gewesen sein, liebe Freunde. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich fand es auf jeden Fall sehr amüsant. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Und schreibt mir auch einen netten Kommentar. Wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.